Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute wollte ich dann etwas weiter von meiner großen Odyssee durch die Krankenhäuser erzählen. Wir sind dabei stehen geblieben, dass ich in Bremen eingeliefert wurde und dass dann letzten Endes endlich nach etwa 7 Wochen auch die Diagnose bekannt war. Eine Diagnose, die sowohl ich als auch alle anderen zum ersten Mal überhaupt hörten. Vorher hat mein ganzes Umfeld genauso wenig wie ich je vorher von dieser Krankheit Porphyrie gehört. Aber ja, jetzt war ich ja in Bremen und da ich die zweite Porphyrie-Patientin bereits war, sind zum Glück alle herangezogenen Ärzte auch relativ schnell darauf gekommen, dass es eine Porphyrie sein könnte. Und als solche hat es sich dann ja auch erwiesen. Jetzt war es natürlich so, diese ersten 2 Wochen, die ich da gewesen bin, an die kann ich mich selber kein Stück erinnern. Davon weiß ich gar nichts mehr. Jetzt, wie es der Zufall so will, war ich nochmal wieder in Bremen vor einigen Tagen. Und ich habe dort mit verschiedenen Pflegern, Schwestern, Ärzten, Therapeuten auch wieder gesprochen. Und von daher kann ich jetzt tatsächlich noch ein bisschen mehr erzählen, als ich es vorher hätte tun können. Und es soll wohl so gewesen sein, dass ich in den ersten 2 Wochen tatsächlich auch meine Umgebung recht wenig wohl wahrgenommen habe oder zum Teil auch gar nicht wirklich kommunikativ oder kooperativ gewesen bin, gar nicht wirklich ansprechbar. Laut der Aussage eines Arztes ist es wohl zum Teil so heftig gewesen mit Verweigerungen oder dergleichen meinerseits, wie auch immer das geht, wenn man sich nicht bewegen kann. Ich weiß es nicht, aber es soll wohl zum Teil sehr heftig gewesen sein, dass sie dann zwischendurch, wie er sagte, quasi die Reißleine gezogen haben und mich resettet haben. Sprich, ich habe dann etwas tiefer geschlafen und dann sei es danach wohl auch wieder besser gewesen. Ja, das ist recht interessant für mich natürlich, denn soweit ich mich entsinnen kann, war ich natürlich immer kooperativ. Soweit ich zurückdenken kann, habe ich immer auch wissen wollen, warum das passiert und was passiert, okay. Aber wenn mir jemand vernünftig erklärt hat, was gemacht wird und warum das so ist, dann kann ich mich nicht erinnern, dass ich mich jemals dagegen gewehrt habe. Aber soweit muss man ja auch erstmal wieder sein. Und das war ich anscheinend für etwa 2 Wochen lang nicht. Insofern quasi eigentlich ein ganz typischer Verlauf, denn anscheinend haben das wohl fast alle, die so schwer betroffen sind, dass es eine gewisse Zeit gibt, wo sie sich quasi gegen alle äußeren Einflüsse erst einmal wehren. Tja, okay. Wie ging es dann aber weiter? Nach und nach wussten dann auch mehr Familienmitglieder oder Freunde meines Umfeldes Bescheid. Tatsächlich war es so, dass manche Freunde sich einfach Sorgen gemacht haben, mich versucht haben zu erreichen, es nicht geschafft haben und aber dann wussten, dass ich aus Diepholz ja ursprünglich mal kam. Und dann haben sie im Telefonbuch von Diepholz nach meinem Nachnamen gesucht, meine Eltern gefunden und dort angerufen. Das hat mich unglaublich beeindruckt, denn ja, erst einmal muss man überhaupt sich diese Gedanken machen, anstatt einfach zu denken, ja Mensch, jetzt antwortet die nicht mehr, na, dann lassen wir es halt, gut, sind wir halt nicht mehr befreundet, sozusagen. Aber dann so sich diese Gedanken zu machen, was, wenn sie vielleicht gar nicht antworten kann, ist da vielleicht irgendwas nicht in Ordnung? Und dann aber auch noch die Initiative zu ergreifen und bei völlig fremden Menschen aufs Geratewohl anzurufen, weil sie vielleicht mit mir verwandt sein könnten und vielleicht mehr wissen und mehr weiterhelfen können. Das fand ich wirklich stark und da möchte ich mich auch nochmal ganz herzlich bei allen bedanken, die das gemacht haben und die dann auch tatsächlich zu mir gekommen sind, um mich zu besuchen dort auf der Intensivstation. Vor allem ja auch, weil ich am Anfang wirklich gar nichts konnte. Wir haben mit einer Buchstabentafel kommuniziert, also
einfach eine Tafel, wo alle Buchstaben des Alphabets aufgeführt sind. Da sind dann meine Freunde oder auch meine Familie erst die Zeilen durchgegangen und ich habe dann genickt oder den Kopf geschüttelt, je nachdem, ob der Buchstabe, den ich sagen wollte, von dem Wort, was ich sagen wollte, in der Zeile stand oder nicht. Und dann sind sie die Buchstaben lang gefahren und ich habe wieder genickt. Manchmal konnte ich mich aber auch nicht wirklich konzentrieren, das ist auch passiert. Da musste ich zum Beispiel bei ganz banalen Worten überlegen, wie man die schreibt. Zum Beispiel, wenn ich sagen wollte, ruf bitte die Schwester, dann wusste ich nicht, wie man Schwester schreibt. Dann musste ich echt wirklich überlegen, wie schreibt man das? Und demzufolge dann bei den richtigen Buchstaben auf der Tafel anfangen zu nicken. Oder dann hat man so kurzzeitige, ein, zwei sekündige Abwesenheiten, dann ist der Finger am Buchstabe vorbei und man schüttelt nur noch den Kopf, weil jetzt alles falsch ist und weil man es nicht mehr korrigieren kann, kann das aber auch nicht erklären, weil man nicht sprechen kann. Im Endeffekt quasi braucht man mehrere Minuten, um einen vernünftigen Satz zu bilden, wenn man mal gerade nicht so gut drauf ist. Und ja, demzufolge war dann die Kommunikation auch untereinander wirklich, wirklich schwierig. Dann natürlich auch das Problem der anderen. Was erzählen sie mir? Was interessiert mich? Was kann ich aktuell verarbeiten? Das sieht man ja nicht, wenn man von außen da steht. Und ich konnte es ihnen ja auch nicht erklären. Ich konnte ja auch nicht sprechen und sagen, tut mir leid, ich bin gerade nicht in der Verfassung oder dergleichen. Und manchmal konnte ich es auch gar nicht einschätzen. Manchmal fühlte ich mich gut und eine halbe Stunde später habe ich gesagt, ich möchte gern schlafen, ich bin kaputt. Ja. Schlafen war sowieso so eine interessante Sache, denn man ist natürlich vollgeklebt mit Elektroden. Man hat da seine Kanüle, sein Beatmungsgerät, seinen Schlauch im Bauch, seine Kanüle im Arm. Nicht, dass ich mich groß bewegen könnte, aber genau das ist ja eigentlich auch nochmal wieder ein Grund, warum das alles eigentlich erstmal gar nicht so sonderlich bequem ist. Also im Endeffekt, irgendwann schläft man, aber man liegt auch manchmal stundenlang und denkt so, eigentlich ziemlich unbequem. Tagsüber ist das nicht das Problem, da kommt immer ja mal wieder ein Pfleger rein oder eine Schwester, aber so in der Nacht, da schläft man dann vielleicht gerade, wenn eine Schwester reinkommt und dann liegt man da wieder 2 Stunden rum und denkt so, eigentlich echt nicht bequem. Na gut, aber ich muss ja schon sagen, dass es mir ansonsten dort wirklich sehr gut ging. All die Angestellten und sonstigen dort Arbeitenden waren sehr empathisch, sehr engagiert und haben sich sehr viel Zeit genommen, was ich unglaublich wichtig fand auch, denn natürlich hat man Besuch, aber dieser Besuch, der kommt ja doch relativ selten, zumal ich ja auch verhältnismäßig weit entfernt von den meisten Freunden lag. Und insofern sind eigentlich all die Mitarbeiter des Krankenhauses dein Alltag, dein tägliches Leben, die Menschen, die du jeden Tag siehst. Das macht dann schon einen Unterschied, ob man zumindest versuchsweise miteinander auch ein bisschen kommuniziert oder ob man einfach nur zack, zack, zack fertig gewaschen wird und ab zum nächsten Patienten. Ich denke, das ist auch sehr wichtig so für den Genesungsprozess und um sich überhaupt noch als Mensch zu fühlen, irgendwo auf irgendeiner Ebene. Tja, witzigerweise habe ich dann in meiner ganzen Zeit in der Intensivstation so viel von meiner Verwandtschaft gesehen wie in den 3 Jahren davor nicht. Ja, da muss ich aber zugeben, ich bin auch nicht der beste, tollste, verlässlichste Besucher. Da bin ich ja mal ganz ehrlich. Aber es war einfach dann schön zu sehen in so einer schweren Zeit. Da merkt man doch, dass man all diesen Menschen wirklich wichtig ist. Es kam sogar Lehrer von meiner alten Schule, wo ich mein Abitur gemacht habe, im Jahr 2009. Man überlegt sich mal, zu dem Zeitpunkt hatten wir 2016. Und dass dann dennoch über meine Geschwister Lehrer davon erfahren und bei meinen Eltern dann anfragen, ob sie mich besuchen dürften, das finde ich einfach stark. Tja, aus medizinischer Sicht ging es sehr, sehr langsam vorwärts. Ich habe Krankengymnastik bekommen. Jeden Tag kam eine sehr, ja,
Eine, wirklich auch wieder eine sehr engagierte Kraft, die aber auch gerne angetrieben hat. Aber das habe ich gemocht, denn ich bin ja eigentlich schon so ein ehrgeiziger Typ. Ich möchte gefordert werden und ja, ich wollte ja auch mich verbessern. Ich wollte da raus. Ich wollte gar keinen Kuschelkurs. Insofern fand ich das wirklich klasse, dass diese Frau dann, obwohl sie eigentlich gar nicht für die Intensivstation zuständig gewesen wäre, sich jeden Tag eine Stunde Zeit genommen hat und eine Stunde Therapie mit mir gemacht hat. Eine ganze Stunde ist ja dann auch wiederum nicht selbstverständlich. Und so hat es dann auch irgendwann geklappt, dass ich dann auch im Laufe der Zeit meine Beine ranziehen konnte. Zwar nicht abstrecken wieder, aber ranziehen. Und ja, das je nach Tagesverfassung klappte das auch nicht immer, aber immer mal wieder. Ich konnte irgendwann auch meine Beine ein bisschen nach außen schieben, wieder nicht zusammen, aber nach außen schieben, meine Füße ein bisschen bewegen. Und ja, nach 5 Wochen konnte ich meine Arme von so nach so drehen. Und eine Woche später konnte ich sie dann auch wieder zurückdrehen. Ja, so vergingen dann letzten Endes 70 Tage auf der Intensivstation. In dieser Zeit wurde ich immer mal wieder versucht, von der Beatmung zu entwöhnen, was sehr langwierig und sehr kompliziert war, weil auch noch dazu kam, dass meine Stimmbänder dann irgendwann doch gelähmt waren. Ganz, ja, in den Im ersten Monat irgendwann konnte ich so ein paar Sätze mal kurz mit der Sprechkanüle sagen, aber das war dann irgendwann vorbei. Irgendwann konnte ich tatsächlich weder ein- noch ausatmen mit dem Sprachaufsatz. Aber immerhin war ich dann trotzdem die Beatmung los. Das heißt, ich konnte zwar nicht reden, nicht sprechen, aber ich konnte dann irgendwann doch durch mein Tracheostoma im Hals atmen. Und das war nämlich die Voraussetzung, um auf die Frührehabilitation zu kommen. Schwing, kleiner Ort- und Zeitwechsel, da bin ich wieder. Wir waren stehen geblieben bei der Intensivstation und ich wollte auch noch mal so ein bisschen erzählen, wie das da überhaupt den ganzen Tag so abläuft, was da passiert. Denn ich denke, die meisten von euch werden das ja dann doch nicht kennen. Ja, ich kann natürlich nur von Bremen-Ost erzählen. Denn woanders bin ich zwar mal gewesen, ja, okay, in Köpenick, aber das ist auch nur kurz und das weiß ich auch ehrlich gesagt gar nicht mehr. Aber durch diese 70 Tage hat sich da der Tagesablauf in Bremen-Ost doch ziemlich eingeprägt. Und ja, so alles in allem muss ich sagen, man liegt zwar da und kann nichts, man kann sich quasi nicht selbst beschäftigen, es sei denn, irgendjemand kommt und schiebt einem den Fernseher rein. Was ich aber kaum gemacht habe, also ich habe da sehr wenig Fernsehen geguckt, zweimal glaube ich, vielleicht dreimal. Ich bin einfach nicht der Typ dafür. Wenn, dann suche ich mir gezielt einen Film aus und gucke den. Die Möglichkeit gab es nicht, also habe ich recht wenig gemacht. Es sei denn, ich habe mal vielleicht ein Hörbuch gehört, so Känguru-Chroniken oder dergleichen. Was Lustiges, was Schönes, was Ablenkendes. Aber gut, meistens hat man ja doch mehr oder minder nichts gemacht und eigentlich nur darauf gewartet, dass Dinge passieren, wenn man nicht gerade mal wieder geschlafen hat, was ja am Ende immer weniger wurde. Ja, das war nämlich so, morgens direkt um 6 kam immer der neue Pflegedienst rein quasi, ein neuer Pfleger, eine neue Schwester, wer dann halt für einen zuständig war und es gab eine kurze Übergabe. Es sei denn, man hat geschlafen, dann wurde man nicht geweckt, klar. Aber in der Regel wurde zumindest einmal kurz so der Patient so betrachtet. So habe ich das zumindest in Erinnerung. Und ja, ich habe dann meistens auch guten Morgen gesagt und dann weitergeschlafen. Um 6:30 war dann Übergabe der Ärzte vom Nachtdienst an den, ja, ich sag mal, an den Frühdienst. Ich weiß gar nicht mehr genau, ob die da überhaupt ihr Dreischichtsystem hatten. Oder wie das war, weiß ich jetzt wirklich nicht mehr. Naja, dann irgendwann, wenn man früh dran war, kam jemand zum Waschen und zum Umziehen auch. Denn das waren alles Tätigkeiten, die ich ja nicht selber konnte. Oder auch zum Haarebürsten. Dann wurde jeden Tag das
Bett frisch gemacht. Das war sehr angenehm, denn ja, man hat natürlich dann auch irgendwie geschwitzt oder so. Das war auch einfach vielleicht irgendwas überhaupt nicht bequem, sodass das dann ja auch in dem Zuge ja alles wieder gerichtet wurde. Ja, für mich gab es dann auch, wenn ich wollte, immer ein bisschen zu essen. Aber ja, da ich ja ständig Sonnenkost bekommen hatte, wollte ich meistens gar nicht. Das beschränkte sich dann eher auf mittags, dass ich da mal so ein bisschen was gegessen habe. Allerdings sage ich mal schon, es wurde natürlich mit sowas wie Apfelmus oder Joghurt angefangen. Aber ich habe da auch schon Pizza gegessen. Also das war doch schon sehr gut für mich. Ja, aber das handhabt ja wahrscheinlich jeder anders. Später auf der Frühreha durfte ich dann mit der Kanüle gar nichts mehr essen und auch gar nichts mehr trinken. Da durfte ich zum Glück den ganzen Tag über trinken. Aber bevor ich jetzt ganz abschweife, unter der Woche war es dann so, dass in etwa so 8:30, 9:30 ein, also beziehungsweise der Oberarzt von der Frühreha nochmal runterkam und sich dann quasi so alle Patienten so ein bisschen anschaute, zumindest die, die dann auch oben auf die Frühreha gekommen sind, was wahrscheinlich ja nicht alle gewesen sind, aber das kann ich ja nicht beurteilen. Ich kann nur von mir sprechen und von den wenigen anderen Patienten, die auch dort unten auf der Intensiv waren und von denen ich das entweder erzählt bekommen oder selber mitbekommen habe, dass sie nach oben verlegt wurden. Also sprich von der Intensiv in die Frühreha. Intensiv war da der zweite Stock, nee, also die zweite Etage, darunter war nur noch das Erdgeschoss und Frühreha war in der 12. Deshalb immer oben und unten. Ja, um 10 kam dann auch immer die Krankengymnastin, was ich ja bereits gesagt hatte. Manchmal wurde sie vertreten, aber ich hatte fast jeden Tag Krankengymnastik bezogen auf die Wochentage. Das finde ich, wie gesagt, wirklich sehr löblich, dass sich da die Leute so engagieren, so einsetzen, dass gerade die, die ja so lange liegen, dann zumindest irgendetwas bekommen, damit sich nicht völlig alles zurückbildet und verkürzt, sodass so weit wie möglich aufrechterhalten oder sogar wieder aufgebaut wird. Da habe ich auch schon ganz andere Sachen gehört. Insofern finde ich wirklich, wirklich gut, dass reduziert, denke ich mal, dann doch die Zeit, die man dann später in den Rehas ist, welche Reha dann auch immer. Und man fühlt sich ja dann selber auch besser, wenn man denkt, es geht wieder so ein bisschen aufwärts, man macht doch zumindest so minimale Fortschritte. Und wenn man einfach nur irgendwann lernt, die Beine ranzuziehen. Ja, gut. Irgendwie so rund um 12 war dann halt eben auch Mittag, dann durfte man so ein bisschen wieder was essen, wenn man denn wollte. Und ab 2 ging dann ja auch schon die Besuchszeit los. Davor war dann auch noch kurze Übergabe. Ja, und ich habe auch recht häufig Besuch bekommen, je nachdem eben, wie es meinen Freunden, Verwandten alles so möglich war. Und das gleiche Spiel gab es dann abends eben auch. Da ging es dann ab 6, 7 schon los mit den Gute-Nacht-Vorbereitungen. Ja, war mir immer ein bisschen früh. Aber okay, da man ja den Patienten sehr, sehr viel helfen muss auf der Intensivstation, ist das natürlich ganz logisch, dass man mit irgendjemandem dann mal anfangen muss, je nachdem auch, wie groß die Besetzung der Schicht ist. Da kann man es manchmal einfach nicht anders machen, als dann zum Beispiel eben um 6 dann schon mal mit dem Zähneputzen anzufangen oder dergleichen halt eben. Ja, und dann gab es irgendwann nochmal, also es gab immer mal nochmal wieder Übergaben von Ärzten auch, man hat das aber nicht immer alles so mitbekommen. Und natürlich zur Nacht nochmal von der Spätschicht zur Nachtschicht. Vom Pflegepersonal eben auch. Ja, so war das dann eigentlich. Mehr oder minder
hat man die ganze Zeit immer so ein bisschen gewartet, wann der nächste kommt, wann wieder was passiert. Man hat sich tatsächlich auch sogar immer auf die Visiten gefreut. Ja, natürlich, Ärztevisite war generell sowieso auch immer am Vormittag nochmal. Aber ja, wann das jetzt war, ich glaube, das war zeitlich flexibel. Auf jeden Fall hat man sich immer gefreut, dass was passiert, auch wenn eigentlich mehr oder minder jeden Tag das Gleiche passiert ist. Und auch wenn man sehr oft das Gleiche gehört hat, zum Beispiel links ein Arzt, rechts ein Arzt, dann der eine erzählt, ja, wir haben in der Frühreha schon ein Bett für Sie. Wann kommen Sie denn hoch? Wann sind Sie denn von der Beatmung los? Der andere erzählt, ja, genau, Sie müssen unbedingt von der Beatmung los. Also das war zumindest bei mir ja so eine ganz schwierige Sache, weil ich da wirklich extrem Probleme hatte. Ja, aber so ist es dann halt. Man hört quasi eigentlich nur jeden Tag mehr oder minder das Gleiche, denkt so, oh Gott, ich bin so schlecht. Und ja, nee, das ist natürlich nicht so gemeint, aber man macht sich dann trotzdem immer voll den Kopf so, oh Mann, jetzt erzählen die mir das schon wieder, ich müsste eigentlich noch weiter sein. Das waren so Gedanken, die bei mir dann immer abgelaufen sind im Kopf. Aber okay, nichtsdestotrotz hat man sich auf jeden einzelnen Punkt des Tages gefreut, weil dann endlich mal wieder was passiert ist. Aber manche Sachen waren dann auch wirklich lustig. Also am Ende hat man dann ja doch sehr viel mit den einzelnen Schwestern oder Pflegern rumgescherzt. Immer auf die Art und Weise, wie es dann eben geht, irgendwelche blöden Sprüche gemacht, einfach sobald man wieder kognitiv fit war. Witzig ist natürlich auch, ich bin eigentlich immer so ein Mensch, der nicht so ganz so spontan ist. Sprich, wenn mir irgendjemand einen dummen Kommentar sagt, dann fällt mir erst hinterher ein, was ich hätte erwidern können. Da allerdings war das so, dass ich so viel Zeit hatte, dass ich mir manchmal von vornherein schon überlegt habe, wenn jetzt die eine Schwester wiederkommt und wieder etwas so in der Art bringt, was kann ich dann antworten? Dann habe ich das auch kategorisch rausgehauen, ne? Insofern, das ist eine total komische Situation gewesen, weil man eigentlich überlegt hat, ja, wer kommt denn, wie ist der denn so drauf und was erzählt man sich denn immer so und wie wird derjenige dich denn dieses Mal necken und wie reagierst du? Naja, war schon ganz witzig. So muss sich das anfühlen, wenn man tatsächlich spontan und schnell denkend ist, was ich ja nicht so bin eigentlich. Tja, eine ganz, ganz, ganz witzige Sache. Das wollte ich noch mal kurz loswerden. In der Zeit, in der ich da bin, haben sie einen von den Ärzten verabschiedet, der dann in Ruhestand gegangen ist. Und dafür haben sie dann einen Film gedreht auf der Intensivstation. Dafür dann auch extra so ein paar Durchsagen gesprochen oder ja, einen ganz witzigen Notfall nachgestellt auf ziemlich, ziemlich urige Art, was man dann, wenn man quasi drinsteckt in dem ganzen Krankenhausalltag und in ja, ein paar Dingen, die man so normalerweise gar nicht verstehen würde, auch wirklich lustig findet tatsächlich. Ja, man sah dann immer so ein paar Dinge. Ich habe ja dann die Tür immer offen gehabt, um mich melden zu können. Habe ich gesehen, wie die dann zum Beispiel mit dem Bett lang gerast sind durch den Flur oder wie ein sehr großer Pfleger und eine relativ kleine Schwester sich dann als Maus und Elefant verkleidet haben und da so lang geschlendert sind zwischen den einzelnen Drehzeiten, Orten, wie auch immer. Es war schon ziemlich cool. Und am schönsten fand ich ja tatsächlich, das beruht auf einem Insider, aber die haben dann auch tatsächlich einen Fisch geröntgt. Und auf diesem Röntgenbild durfte ich dann auch am Ende sogar unterschreiben, weil sie dann gesagt haben, ja, hier, du bist ja eigentlich quasi schon Inventar, komm, unterschreib da mal. Also ich meine, ich konnte zu dem Zeitpunkt nicht schreiben, aber das hat dann eine Krankenschwester für mich gemacht. Das fand ich echt cool. Also ich meine, wann hat man als Patient schon mal die Ehre, auf einem Geschenk für einen sich verabschiedenden Arzt zu unterschreiben? Ich meine, ich habe mit dem ja auch
in seinen letzten Wochen sozusagen und in meinen ersten Wochen dort immer mal wieder Kontakt gehabt und ja, dann war das einfach eine total schöne Geste und ich finde, das sagt eben auch sehr viel aus über die Leute, die dort gearbeitet haben, dieses Gefühl, das sie einem vermittelt haben, dass man sich einfach irgendwo, obwohl man im Krankenhaus war und obwohl es einem richtig, richtig dreckig ging, man hat sich irgendwo aufgehoben gefühlt, aufgefangen, nicht alleine gelassen. Das war so eine Grundstimmung, die von allen Leuten, die dort gearbeitet haben, immer mit transportiert wurde und immer dabei war, dass man einfach Teil des Ganzen war und nicht ein Stück Arbeit, was jetzt abgearbeitet werden muss oder dergleichen. Das war wirklich sehr, sehr schön. Das war dann später auf der Frühreha auch so, aber eben auch schon auf der Intensivstation. Und ja, ich weiß nicht, wie sie es schaffen, dieses Betriebsklima da aufrechtzuerhalten, aber ich hoffe, dass sie es weiter so machen, dass es sich nicht ändert. Ja. Okay, das war dann erstmal alles, was ich so zu intensiv sagen wollte. Ja, wenn jemand von euch vielleicht da noch mehr Interesse hat über bestimmte Dinge, über die man sich austauschen kann, was auch immer das gewesen ist, dann schreibt es mir doch einfach. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr irgendwie in irgendeiner Form Kontakt zu mir aufnehmt. Ich antworte auch auf jeden Fall. Im nächsten Video geht es dann entsprechend mit der Frührehabilitation weiter. Gegebenenfalls teile ich das in zwei Videos, denn dieses hier zur Intensiv ist ja nun schon recht lang geworden und da war ich ja nur 70 Tage. Soll heißen, ich bin dort dann Mitte, na, am 8. November, nicht Mitte November, am 8. November bin ich dann tatsächlich auch hochgekommen auf die Frühreha, nachdem ich dann endlich alleine durch den Hals atmen konnte. Bezeichnenderweise war das halt so, da wurde meine Schwester dann mal von Judo-Kumpanen gefragt, so, ach, deine Schwester ist jetzt auf der Frühreha, was kann sie denn jetzt schon? Und meine Schwester dann nur so, sie kann atmen. Ja, und das stimmte ja auch. Ich konnte zwar, wenn man mich hingesetzt hat, auch ein Weilchen alleine sitzen, aber ansonsten konnte ich atmen. Ja, dass das natürlich noch ein ziemlich langer Weg gewesen ist, bis zum Februar dann auch. Und bis ich all das konnte, um in die Reha entlassen zu werden, ist natürlich jetzt klar. Insofern lasst euch einfach mal überraschen, wie ich das einteile. Ich habe da schon so eine Idee. Aber gut, ihr seht es ja dann einfach im nächsten Video. Insofern vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, dann sehen wir uns einfach im nächsten Video. Bis denn!